Ratten in der Klimaanlage, überall stinkt es nach Urin, der Fußboden klebt überall und in der Küche ist es so durchnässt, dass man da fast nach unten in den Keller durchbricht. Das ist genau das richtige Haus, um als Investment Property zu starten. Was ich damit meine, siehst du in diesem Video. Let's get into it! Der Lukas Schauer. Ich bin Immobilieninvestor hier in den USA und gemeinsam mit meinem Team kaufe, renoviere und verwalte ich Immobilien hier an der Ostküste der USA. Bei der Tätigkeit stoßen wir ziemlich oft auf heruntergekommene Objekte, die ganz viel Liebe brauchen, bis sie wieder in dem Zustand sind, in dem sie auch vermietet werden können. Wir kaufen die Objekte für den eigenen Bestand bzw. für unsere Partnerinvestoren, die hier in den USA langfristig Werte schaffen und halten wollen. Also das Wort Bestand kommt von bestehen, also die Häuser bleiben. Hierbei muss ich aber auch darauf hinweisen, dass ich kein Freund von Fix und Fusch, Flip bin, weil ich das ganze Konzept einfach nicht verstehe. Aber das ist ein eigenes Video. Wenn man ein gutes Objekt gefunden hat, aufgebaut hat und das Haus funktioniert, warum sollte man das flippen? Wir renovieren die Häuser so, dass wir und unsere Partner, also die Investoren, langfristigen Cashflow daraus ziehen können, aber auch, dass unsere Mieter ein tolles und erschwingliches Zuhause haben. Also falls du da anderer Meinung bist und Flippen toll findest, dann schreibst du mir das am besten mal in die Kommentare unter das Video. Da bin ich gespannt und offen für Feedback. Zurück zum eigentlichen Thema. Das Haus, um das es heute geht, da ja, war eine Menge zu renovieren. Zuallererst schauen wir uns mal das Exposé zum Haus an, wie es bei Zillow.com gelistet war. Zillow.com, das große Immobilien-Scout sozusagen hier in den USA. Den Link dazu kannst du auch aus Deutschland aufrufen. Den findest du in der Beschreibung unter dem Video. Auf geht's zum Exposé bei Zillow.com. Also, wovon reden wir hier? Das ist die Adresse 2355 North Woodstock. 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer. 1200 Square Feet, also so 100, 110 Quadratmeter kann man Pi mal Daumen rechnen. Was haben wir zu dem Haus hier? Wir sehen, dass der Zestimate 71.000 ist, aber wir sehen auch hier, dass der Kaufpreis 66.225 war, und zwar im März 2023. Wie steht das Haus da? Hier sehen wir es. Das ist so die Frontansicht. Der Deal kam aus dem MLS, also von einem anderen Makler. Das siehst du hier unten an diesem Bright MLS. Das ist das Multiple Listing System hier in Pennsylvania. Drin schaut das Ganze so aus, ein bisschen düster, der Fußboden, ja, der klebt. Hier ist noch überall Krempel drin, das heißt, so wie das Haus jetzt dasteht, was du hier siehst, so hat auch jemand darin gewohnt. Die ganze Nummer, ja, ist ein bisschen widerlich, wenn wir uns jetzt die Küche gleich anschauen, also jede Menge Schrott hier. Das ist die Küche, das ist die Küchendecke, die ist zugespeckelt, also irgendwas repariert und irgendwas mit Trockenwand einfach zu. Naja, wir können schon sagen, versteckt. Dann haben wir hier das Rohr, das Fallrohr, das wurde ausgetauscht. Hier unten der Fußboden, da zeige ich dir gleich ein Bild davon, der ist, ja, der geht nicht mehr als Fußboden durch, sagen wir es mal so. Hier geht's vorwärts. Dann haben wir hier das Esszimmer. Hier ist so ein kleiner Spiegelsaal. Das Fenster hier war nicht mehr da, beziehungsweise eingeworfen. Hier haben wir eine Durchreiche zur Küche. Die Deckenpaneele, das ist auch ziemlich widerlich, ziemlich alt. Ja, was gibt es zu dem Haus noch zu sagen? Also jetzt mehrmals gezeigt, hier das ist die Küche. Das ist die Küche in die andere Richtung. Hier haben wir so eine Dolly, so eine Transport-Dolly als erweitertes Türschloss, die hält einfach die Tür zu, dass da keiner einbricht. Das ist das Duct-System, also die Ventilation nach oben, beziehungsweise Schornstein für den Gasabzug unten. Dann haben wir hier die Durchreiche, hier ist der Eingang in den Keller. Ja, also der Fußboden sieht jetzt hier nicht nur irgendwie dunkel aus, sondern der ist es auch. Ah, guck mal, eine Katze, das erklärt auch einiges. Ja, das ist der Blick nach unten von der oberen Etage. Das ist das Jagdzimmer, wie ich es nenne. Das heißt, da hat eine schöne Wandvertäfelung, da haben eigentlich nur noch Geweihe an der Wand gefehlt, aber egal. Abgehängte Decke, und wenn man die Abhängung hier oben, also diese Paneele einfach mal rausnimmt, dann sieht man hier oben so ein paar Lüftungslöcher. Also das Dach war auch Schatt, das musste auch gemacht werden. Fußboden, das ist bester Teppich, mindestens 20 Jahre alt, also lecker. Hier sieht man die Lüftungslöcher ein bisschen. Genau, das ist das zweite Schlafzimmer.
das Durchgangsschlafzimmer sozusagen. Das haben wir wohl als Kleider, Ankleide genommen oder was auch immer. Das Bad, überragend, also auch nicht groß, nichts Besonderes, aber funktioniert. Und dann haben wir ja die Wanne hier, das ist so ein Plastik-Inlay. Die sehen ein bisschen vergilbt und ekelhaft aus, aber im Endeffekt sind die einfach zu pflegen und zu reinigen wieder. Dann haben wir hier das erste oder das dritte Schlafzimmer, je nachdem, von wo man anfängt zu zählen. Hier ist eigentlich schöner Holzfußboden drin gewesen, aber den konnten wir nicht wiederverwenden. Das heißt, da kam ein schönes LVP, also Luxury Vinyl Planks, diese Vinylplanken oben drüber. Ja, die Fenster gingen eigentlich. Ja, Keller, hier haben wir einen Gas-Wasserheizer. Dann haben wir hier eine Klimaanlage. Da ist noch der alte Wasserheizer, der war Strom. Der Keller ist trocken, da gab es nichts, aber hinten raus war noch ein bisschen was zu machen. Wir haben hier einen Hund gehalten auf 2 Quadratmetern. Egal, also es ist ein riesen Viech gewesen. Wenn wir uns hier diese Futternapf und sowas anschauen, das ist schon recht widerlich. Der ganze Garten oder was auch immer hier in dieser Raustritt war, der wurde jetzt betoniert, weil das ging einfach nicht. Also das konnte mir hinten, das war durchwühlt, uneben. Da stand Wasserpaddels und ähnliches. Da ist jetzt eine Träne hingekommen, also ein Abfluss und jede Menge Concrete, also Beton obendrauf, damit es gelevelt ist und das Wasser gut abfließen kann und nicht da hinten irgendwie ein kleiner Teich entsteht und das Haus unterspült. Und das ist das, was ich meinte. Also das hier unten ist, da stand das Wasser, das war der Auslauf für die Hunde. Was auch immer. Ja, das waren die Bilder zu dem Haus, zur Historie. Das haben wir uns schon angeschaut. Das sieht man hier mal auf Zillow schön, wie die Historie zu dem Haus war. Also hier Price and Tax History. Wir sehen hier, dass es auch schon vermietet ist für 1200 knapp. Und dass es innerhalb weniger Tage, nachdem es gelistet wurde, auch verkauft wurde. Die Steuern, die sind in diesem Fall recht überschaubar, 475 bzw. es ist ein bisschen mehr geworden. Anyways, das ist immer noch ein guter Deal. Bevor ein Hammer in der Renovierung geschwungen wurde, habe ich einen 360-Grad-Scan von dem Haus gemacht und das gucken wir uns jetzt erstmal an. Hier haben wir das ganze Haus als 3D-Modell. Ich mache jedes Mal eine Aufnahme von einem Haus, wenn es für uns in Frage kommt oder für unsere Investoren, bevor wir das kaufen, um halt einen Überblick zu bekommen, was es da zu machen. Das hilft bei der Planung, das hilft beim Abmessen, beziehungsweise so können wir auch Contractern, also Bauarbeitern, unseren Handwerkern zeigen, was gemacht werden muss, wie das ausschaut, ohne dass die jeder einzeln hin müssen. Hier siehst du das 3D-Modell. Der Keller, den habe ich in diesem Fall nicht mitgenommen, aber du siehst eigentlich, wenn wir uns das Ganze jetzt als Grundriss hier von oben mal anschauen, fangen wir in der unteren Etage an, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier vorne ist die Straße. Hier kommt man rein, dann ist hier diese Hallway. Rechts ist der Living Room, also das Wohnzimmer mit diesem Kamin, der jetzt eigentlich ja nur noch ein Ductsystem ist, also ein Ventilationsschacht. Oben drüber ist der Spiegel. Dann haben wir das Esszimmer, Dining Room. Hier ist auch so ein großer Spiegel an der Wand. Hier haben wir die Durchreiche. Und hier haben wir die Tür in die Küche und die Tür in den Keller. Oben sieht das Ganze ähnlich aus. Wenn wir uns das anschauen, haben wir hier, kommt mal hier die Treppe hoch. Bedroom 1, das mit den schönen Fußboden, Badezimmer, Bedroom 2 und hier das Jagdzimmer, Bedroom 3. Ja, dann fangen wir einfach mal an und schauen uns das Haus von drinnen an und gehen einfach mal hier rein. Da ist die Straße und hier kommen wir jetzt rein. Dann haben wir hier rechts das Wohnzimmer, hier ist der Spiegel, das ist das Ductsystem. Hier haben wir das Esszimmer, da geht es hoch und hinten ist die Durchreiche zur Küche. Gehen wir mal hier ins Wohnzimmer rein. Da ist der Spiegel vergittert, also das ist nicht groß, das Haus. Hier sehen wir, der Fußboden, der ist durch, der klebt wie verrückt. Und ja, es riecht halt überall nach Urin. Und wenn wir jetzt hier uns das anschauen, als ich das erste Mal in dieses Haus reingegangen bin, auch diese Abdeckung hier war offen, da ist so eine große Ratte da drin verschwunden. Und die haben wir dann nochmal ein bisschen später in diesen Ducksystemen gehört. Das sind so Metalllüftungssysteme. Und wenn da eine kleine große Ratte drin rumher springt, dann ist das hörbar. Was haben wir? Wir haben ja noch ein bisschen alte Struktur. Also hier ist noch der Fußboden, das Linoleum. Es stinkt wie Hexe hier drin. Also hier sind schon die Ratten in den Ducksystemen gewesen. Das heißt, wenn man die Heizung anmacht, dann, ja, dann möchte man würgen. Aber das ist halt so. Wohnzimmer liegt der teuerste Linoleumboden, den du dir vorstellen kannst. Dann haben wir hier unten noch so ein Ducksystem, also hier siehst du auch schon die 3D-Kamera. Vor diesem Haus gibt es auch jetzt im Zustand ein 3D-Modell.
Das Duct-System ist auch wieder im Kamin, das ist hier so üblich. Und wie du hörst, es klebt alles, also es ist richtig eklig, es riecht nach Ruin, Ratten und irgendwas bewegt sich in den Ventilationsschächten. Ekelhaft, aber hey, so sei es. Das Haus hat eine funktionierende Klimaanlage, die haben wir dann hier mit diesem kleinen Schalter kurz schließen müssen, weil da auch kein Thermostat mehr dran ist. Ja, die Nummer war ein bisschen ekelhaft, weil die Klimaanlage durch dieses Lüftungssystem geht, wo die Ratten drin gewohnt haben oder eine drin gewohnt hat oder auch tot war, was auch immer. Auf jeden Fall hat es gestunken wie Hexe, nachdem wir das Ganze angeschalten haben. Da war das Fenster kaputt, hier oben ist es ein bisschen, ja, die Decken, das war halt durchgesifft ein bisschen, das musste auch gemacht werden. Hier haben wir einen großen Spiegel, kommen wir zum spaßigen Part, das hier ist die Küche. Also hier unten haben wir jetzt den Kasten Steine. Der Kasten Steine ist die Sicherung, der hält die Tür zu. Das Einzige, was hier in der Küche geblieben ist, ist nämlich hier der Ofen. Den konnten wir wiederverwenden. Das ist ein Gasofen. Warum sollen wir den wegwerfen? Aber alles andere hier drinnen, das kann man sich echt schenken. Also hier oben, das hat der Verkäufer oder der Handwerker, der da gewohnt hat, je nachdem, die haben das zugekleistert und haben damit eine Menge Mist verstecken wollen. Das zeige ich dir gleich nochmal auf dem Foto. Da kannst du schön sehen, dass die Nummer nach hinten losging. Wir mussten alles runterreißen und neu machen, weil das ging einfach nicht. Das Fallrohr konnte bleiben, ist jetzt auch in der Wand verschwunden. Und hier unten, wo du diesen schwarzen Fußboden siehst, das sieht nicht nur nass aus, das ist nass. Das ist richtig muschi, also kannst du richtig drauf wippen. Also kann man nur ein paar Mal wippen, weil dann bricht man durch. Alter Verwalter, der ist ein bisschen durch hier. Genau, so, da geht's in den Keller. Der ist nicht so spannend, außer dass da die Ratte in der Lüftung rumlief. Gehen wir mal nach oben. Dann haben wir hier das Schlafzimmer 1. Hier an der Ecke haben wir das Badezimmer, Schlafzimmer 2 und Schlafzimmer 3. Hier im Schlafzimmer 1, also der Fußboden, den fand ich ganz gut. Der konnte aber in der Form nicht mehr genutzt werden. Der wurde verdeckt mit Vinylplanken. Also schöne neue Vinylplanken kamen da oben drüber. Das Dach hat hier einen kleinen Indikator, dass es hin ist. Ja, das können wir uns gleich nochmal anschauen. Im Jagdzimmer sieht man es ganz deutlich. Das Dach musste komplett gemacht werden. Das ging in der Form auch nicht mehr. Hier im Badezimmer, da ist nicht viel Schlimmes gewesen. Also das kann man sich so angucken. Da ist jetzt Toilette funktioniert, ist auch noch in Ordnung. Sogar das Sink war relativ gut. Hier diese Inlays, die mussten geputzt werden, beziehungsweise wurden teilweise auch erneuert. Also da waren jetzt keine gravierenden Probleme. Das war eigentlich in Ordnung. Dann haben wir hier, ja, hier hat jemand sich ausprobiert, beziehungsweise nachts vielleicht den Lichtschalter nicht gefunden. Da passt eine ganze Faust rein. Dann haben wir hier das Verhörzimmer mit diesem Stuhl, mit diesem Verhörstuhl. Also da ist jetzt nicht irgendwie gravierend was in diesem Zimmer. Das ist ein ganz einfaches Zimmer. Die Fußböden, das kannst du nicht benutzen. Das musst du raus. Und hier kommen wir zum Jagdzimmer. Da wird auch so langsam klar, warum ich immer Jagdzimmer sage. Hier haben wir auch wieder abgehängte Decken. Aber hier diese Lüftungslöcher, das ist schon ziemlich, das ist, ja, das ging in der Form nicht mehr, das kannst du vergessen. Und das hat man auch gesehen, das heißt, es musste von unten neu gemacht werden, die Planken mussten neu gemacht werden und das ganze Dach musste gemacht werden. Aber sonst, ja, die Paneele, die konnten wir sozusagen wiederverwenden, die musste man streichen. Die Tapete hier wieder aus den 60er Jahren oder so zum Niederknien. Aber egal, also du siehst, es gibt doch einen Eindruck von dem Haus. Und da ist so ein 3D-Scan hier eigentlich immer recht praktisch, weil, ja, das hilft zu vermitteln, wie das Haus aktuell ausschaut. Ich mache von den Objekten immer einen 360-Grad-Scan, bevor wir kaufen, während der Renovierung, nach der Renovierung und natürlich auch beim Mieterwechsel. Wie ich diese Aufnahmen mache, siehst du jetzt in dem Video dargestellt, was ich hier oben einblende. Das ist keine Raketentechnik und dauert bei einem Haus, wie in diesem Video, keine 10 Minuten. Also anschauen, lohnt sich. Ich hoffe, du hast einen Eindruck bekommen, wie das Objekt dastand und in welchem Zustand es war. So ein Projekt anzugehen, das braucht schon eine gewisse Abenteuerlust und ja, Risikobereitschaft. Da kann viel schief gehen. Wie das Haus nach der Renovierung ausschaut und die kompletten Zahlen dazu, die siehst du in dem zweiten Teil zu diesem Video. Um diesen zweiten Teil nicht zu verpassen, hast du nur eine einzige Chance. Du musst meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast und einen Like dalassen. Denn tust du beides nicht, dann kommt das nächste Video trotzdem. So, das hilft mir, das motiviert mich, am Ball zu bleiben und weiterhin solchen Content zu liefern. Das Feedback war bisher immer super. Dafür schon mal danke. Bleib gespannt. Das Haus wurde großartig und es wurde umgehend nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten an eine junge, tolle Familie vermietet. Mission accomplished sozusagen. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.